Servus Leute, zurück zu Let's Play Children of Zodiacs. So, Children of Zodiacs und Child. Wir begeben uns jetzt in Story Mission Nummer 10. Wir haben ja das letzte Mal auch ein elitischer Mützel mal ausprobiert. Ja, alles machbar. Gut zum Leveln, gut um Würfel zu farmen. Aber in Wirklichkeit geht's nur durch die Story wirklich voran. Und wenn ihr euch erinnert, beim letzten Mal haben wir so einen Rückblick hier zur Heimat gemacht, hierhin und oder hierhin, irgendwo da. Und da hieß es, ja, wir müssen hier noch ein Menge aufräumen. Haben wir gemacht. Eigentlich sollten wir flüchten, wir haben alle fertig gemacht. So, dann gehen wir mir hier weiter. Wir sind zuletzt in die Schatzkammer eingedrungen. Was ist in der Schatzkammer? Immer noch kein Zeichen von diesem Adligen. Wo versteckst du dich, du alter Fiesling? Das ist nicht wichtig. Wir sind wegen der Beute hier. Finde das Zodiac-Relikt. Nami, wissen wir überhaupt, wie dieses Relikt aussehen sollte? Hier ist alles voller Schätze. Wir werden es wissen, wenn wir es sehen. Es soll groß sein und wertvoll, wie Gold oder Platin und alt, aus dem Apex-Zeitalter. Also sucht natürlich etwas Großem und glänzendem, komischen Zeichen. Ja, hier sind viele Dinge, die groß, glänzend, komische Zeichen. Hey, Leute, seht her! Hey, listen! Könnte es das sein? Sieht das auf jeden Fall seltsam aus. Jackpot! Puh, das ist ein verdammt großes Stück Schrott. Wie um Himmels Willen sollen wir es hier wegbringen? Fass es nicht an, das ist ein Golem, eines dieser mechanischen Monster, gegen die bereits die Herolde im Zodiac-Krieg gekämpft haben. Wir müssen sofort von hier verschwinden, Nami. Diese Dinge sind verflucht. Nicht schon wieder. Kannst du mal aufhören, dir wegen Kindergeschichten die Hose zu machen und mir helfen, das Ding zu bewegen? Oh, ich habe ja gesagt, du sollst es nicht anfassen. Jetzt sind wir verflucht. Wir werden alle sterben. Oh Gott, mach das, was du willst, Nami. Verschwinde von hier. Ach, Pest, du Ratte. Was hat der für ein Problem? Das ist nur eine hässliche Statue. Pester, du Feigling! Du kannst nicht einfach während eines Auftrags abhauen, auch wenn dich deine Fanatiker-Eltern dazu erzogen haben, diesen Mist über die Knochenhand zu glauben. Ich denke, wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Oh, den kennen wir doch auch von früher. Du hast vollkommen recht, du Knallratte, dein Schicksal hast du dir selbst zuzuschreiben. Lord Argon, das sind die Parasiten, die meine Wachen ermordet haben und mein Zuhause eingedrungen sind. Dunkle Flamme, ich hätte mir denken können, dass du dahinter steckst, aber zwei Raubüberfälle an einem Tag, das ist sogar für deine Verhältnisse ein ungeheuerliches Vergehen. Ja, toll. Kämpfen? Ja, wir haben ja schon, biesige Argon, wir haben ja schon Erfahrung im Kampf zu zweit. So, wir müssen unsere Position überblicken. Besiege Argon. Ist Argon hier auch? Wo ist Argon? Argon ist dort oben. Die Offiziere haben auch gut Leben. Sergeant. Lass mal schauen, was habe ich denn? Ich habe Diebesgewohnheit, Messer raus, Blitzangriff, Lebenswille. Okay, ich kann nicht da drauf. Und sie hat verflucht für Rinne, und das ist okay. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht. So, wohin kann sie? Okay, und du hast wie viel Leben? 55. 55 ist leider zu hoch für meinen Geschmack. Die sind eher so Heiler, oder? Der wird wahrscheinlich stärker sein als der. So, ich muss mich auf jeden Fall verziehen, würde ich mal sagen. Also ich stelle mich mal hier hinten hin. Verflucht, wie weit geht es da noch? Verflucht, das geht nicht weit genug. Wenn ich mich hier hinstehe, wie weit geht verflucht? Ah ja, verflucht erwischt den Sergeant. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. So, Sergeant bekommt Blutnarbe. Oh, ich hätte auf den Damage achten sollen. Ja, das ist nicht sehr viel Damage. Tü-tü.
Na gut. Obwohl, na, wir versuchen es einfach. Ja, wir versuchen es. Wo ist ein Blitzangriff raus? Also. Das tut weh. Das tut richtig weh. Der Rückschlag. Das tut echt weh. Hier eine Extraktion. Extraktion. Wie sieht's mit einer Extraktion? Gibt's keinen Würfel für Extraktion? Nein. Leider nein. Oh shit, keine Extraaktion. Das wird bitter. Das wird wehtun. Ich werde richtig fertig gemacht dann. Die kommen ja jetzt noch dran. Ich habe mit einer Extraaktion gerechnet, dass ich wenigstens einen Sergeant loswerde. Der Sergeant wird aber hochgehalten. Kein Konter möglich. Meucheln. Boah, war das ein Damage. Nami ist fast down. Okay, Nami ist fast down. Endlich! Jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen, dunkle Flamme. Ich werde dir ein Exempel statuieren, ganz Taurus aus Ellen, dass kein Schurke der Knochenhand des Schicksals entkommen kann. Hahaha, Lord Argon, du hast großes Potenzial für dein Alter. Ich vertraue darauf, dass du der Gerechtigkeit genügend tun wirst. Vielleicht werde ich ihre Köpfe an meinen Trophäenwand nageln, nachdem du sie getötet hast. Das sieht echt nicht gut aus gerade. Sie hat gerade mal ein Leben. Ja gut, Lebenswille hilft mir, aber trotzdem. Du gehst hier hin, weil dann kannst du ein Zerstörer wirken. So, das ist Damage, ja, das ist auf jeden Fall Damage. Und ich brauche leider auch die Karte. Okay. Ich muss aber auch jemanden töten eigentlich. Also, sonst klappt's hier nicht. Deswegen, das war halt unglaublich Pech, dass ich mit der Typ nicht fertig wurde. Diebesgewohnheit. Ah, da ist keine Extraktion drin. Ziehe 2. Das hilft mir aber nichts. Ich brauche eine Extraktion. Da ist eine Extraktion möglich, da ist eine Extraktion möglich. Keine Extraktion. Also habe ich wahrscheinlich verloren. Den Kampf habe ich verloren. Das kann ich mit ihr allein schaffe ich das nicht. Das ist unmöglich. Der Kampf ist verloren. Den Kampf muss ich neu beginnen. Warum kann ich das nicht? Ich will den Kampf neu beginnen. Ah, jetzt. So. Das tut mir leid, den Kampf muss ich neu beginnen, weil das ist ja, wir sind da verloren im Posten. So, nochmal. Pester, die Ratte wird uns bald verlassen. Also, der ist mir echt unsympathisch, der verlässt uns andauernd. Die wollen wohl den unsympathisch machen. So, gehen wir schnell durch. Wir wissen ja, was passiert. Und dann müssen wir halt mit Nami mehr Glück haben nächstes Mal. Das ist halt die Rolls, wenn die Rolls nicht passen, dann ist es besonders... Ich finde es verwunderlich. War nicht sogar die Level von den Gegnern davor nicht so strikt? Also waren die nicht weit unter uns? Zumindest im Vorsaal? Jetzt auf einmal? Entweder war jetzt so eine Grenze, wo wir unbedingt leveln mussten und ich habe es zufälligerweise gemacht, oder... Jetzt auf einmal skalieren sie mit. Keine Ahnung. Die Gegner sind stark. Der Friedenswächter ist nicht so stark. Besiege Argon. Ich muss Argon besiegen. Das ist richtig. Schauen wir mal, wie jetzt meine Karten sind. Also, ich habe... ich habe diesmal nichts Gutes. Also, ich habe kein Verflucht. Dann muss ich halt Zerstörer wirken. Der hält einiges aus, der Sergeant. Holy Macaroni. Den muss ich down bekommen. Das geht nicht anders. Wenn ich den nicht down bekomme, das ist der stärkste Kämpfer von denen. Das wird sonst brutal. Also, du hast Blitzangriff. Das ist schön. Dann mal diesmal etwas mehr Glück mit den Rolls. Bitte. Ich brauche die Extraktion. Zwingend. Na, also, da ist sie doch. Ich werde es nicht hinkriegen,
Da habe ich schon die höchsten Verteidigungsrolls. Das bringt mir nichts. Ne, Extraktion bringt mir nichts. Heilung bringt mir nichts. Ja, probieren wir den Würfel nochmal. Okay. Wobei, dadurch habe ich mir nicht geholfen, ehrlich gesagt. Weil den Damage kriege ich trotzdem. Naja, egal. Hauptsache, der Sergeant ist weg. Der Sergeant ist wichtig. Der muss weg. Noch ein Blitzangriff. Super. Oh, ich habe jede Menge Blitzangriffe. Das sehe ich jetzt. Das Lebenspunkte, das ist gut. Das kann man gebrauchen. Ich hätte mehr Lebenspunkte gerne. Und wo gibt es noch mehr Lebenspunkte? Hier gibt es Lebenspunkte. Hier gibt es theoretisch auch Lebenspunkte zu erwürfeln. Leider nein. Na gut. Gut. Das war gut. Schön. Der stärkste Kämpfer von denen ist weg. Das macht das Ganze deutlich einfacher. Aber ich muss leider Karten ziehen, weil sonst habe ich ein bisschen wenig zu tun in den nächsten Runden. Hier ist, glaube ich, ein sicherer Spot. Okay, der macht nichts. Das ist schön. Der heilt sich. Die bufft sich nur. Dann kommt halt der eine Shooter, der macht den Schuss auf uns beide. Das ist... Oh, wir müssen abwerfen. Aber ein Level up. Level up. Sehr schön. Nichts Besonderes. Keine Karte und so. Schade. Okay, das war überschaubar. Den Dialog kennen wir auch noch. Okay, dann... Da habe ich ja dann abgebrochen. Diesmal wird's anders laufen. Diesmal werden wir nicht abbrechen. Diesmal sieht's gut aus. Diesmal sieht es so aus, als hätte ich eine Chance. Eine gute Chance sogar. So. Mit ihr gehe ich hier hin. Wusch, 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 wusch. Brenne, brenne. Auf die beiden. Hier, 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 hier. Damage. Und, na gut. Leider nein. Die halten extrem viel aus. Also die sind stärker, als ich es erwartet. Das finde ich schade. Auch hier gibt es ein Level-Up. Das ist gut. Ausbruch. Oh, Schande. Hä? Habe ich nicht Ausbruch schon gehabt? Beim letzten Mal? Hat es das nicht realisiert? Mich wundert es auch von den Leveln her. Hä? Sind wir nicht ein Level niedrig? Hä? Im Elite-Scharmützel habe ich doch eigentlich alles geschafft schon. Da hatte ich das Zeug doch schon. Na egal, egal. Sei es drum. Wir müssen uns jetzt erstmal hierauf konzentrieren. Also, den machen wir weg. Und wir heilen uns hoch. Super. Oh ja. Oh, keine Extraktion. Das ist nicht gut. Keine Extraktion. Wo kriege ich die meisten Extraktionen vermutlich? Hier habe ich eine 33%ige Chance. Okay, dann nehme ich den Würfel. Und hier habe ich eine 33%ige Chance. Okay, dann heile ich mich halt extrem hoch. Einer weniger. Ist auch okay. Trotzdem, das ist schwieriger jetzt. Eigentlich die Extraktion hätte ich beide erwischt. Oh! Hat er mich gerade geheilt? Und Regeneration auf mich gespielt. Und das ist ja nett. Boah. Ja, Bryce kann nicht gut zurückschlagen. Tatsächlich. Ich wurde hier schön wieder hochgeheilt. So, oh shit, aber sie hat kaum Leben. Der hat noch viel Leben. Nein, 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 nein. Das machen wir anders. Wir stellen uns hinter den. Möglichst weit weg von den Shooter. So. Der Würfel muss neu gewürfelt werden und der Würfel müssen neu gewürfelt werden. Naja, besser als nichts. Gib mir dein Leben. Lecker Leben. Okay, und jetzt? Würfel machst du mit einem riskanten Schlag auf dem? Oh, das ist eigentlich ein Kill, oder? Aber andererseits hätte ich gerne, dass du versuchst... Mir gehen langsam die Karten aus. Der ist nicht so gefährlich. Der macht Damage. Also die da.
Oh ja, aber sowas von ne Kill. Naja, sowas von auch wieder nicht. Ist doch eine knappe Sache. Card Draw vielleicht? Ansonsten Damage will ich nicht neu würfeln. Ne, ändert sich nichts. Risiko und erwischt. Ja, so eine Runde Karten ziehen wäre jetzt echt nicht schlecht. Ah, das ist Regeneration. Dadurch muss ich den halt... Ich muss den halt one-shotten können. Ich bin zwar geheilt und so... Oh! Wächter, ich befehle euch, die Silvien sofort zu töten. Okay. Ist das ein Wächter oder wie? Oh. Ich hab eigentlich mit den anderen noch zu tun. Unmittelbare Bedrohung wahrgenommen. Kehre in den aktiven Dienst zurück. Bitte habe keine Angst, junge Dame. Du bist jetzt in Sicherheit. Wie lautet dein Name? Hä? Es kann sich bewegen und sprechen. Ernsthaft? Ich heiße Nami. Wer bist du? Hallo, Fräulein Nami. Ich bin Kinderwächter, Einheit 01001010001001112B01. Okay, wie wäre es, wenn ich dich einfach Xero nenne? Oh shit. Was ist das für eine Hexerei? Das Relikt ist lebendig. Egal, Wächter, schnell, erschlag das verfluchte Mädchen. Schande. Ich hab doch gerade noch... Ich hab keine Karten mehr. Ich warne dich, Fremder. Meine Protokolle erlauben keine Gewalt gegen Kinder. Wenn du weitermachst, muss ich tödliche Gewalt anwenden. Was redet es da? Es sagt, dass die Knochenhand des Schicksals auf unserer Seite ist. Das Spielzeug des Adligen hat sich gegen ihn gestellt. Oh. Stufe 13. Ah, hat viel Leben. Aber das ändert nichts daran, dass ich ein Riesenproblem habe hier. Verflucht kann ich wirken. Ah ja, na gut. Weil mein Problem ist, ich habe ja noch so viel zu tun hier. Oder so viel zu killen. Den brauche ich nicht. Der kann neu werfen. Ach man. Das ist doch kein Neuwerfen hier. Also den will ich schon noch mitnehmen. Im Idealfall. Weil der heilt sich ja wieder. Der hat Regeneration drauf. Und da muss ich zurück. Ich muss Rückzug. Ah, das ist eine Möglichkeit. Mit Messer raus und dann... Er muss halt sterben. Ja, er stirbt. Ich heile mich zwar, aber das will ich gar nicht. Ich will eine Extraktion. Ah, shit. Extra Damage. Im nächsten Zug muss ich mich zurückziehen. Und ich muss Karten ziehen. So. Okay, ich habe jetzt einen dritten. Und da könnte es... ziehe Macht des Titan aus dem Deck. Macht des Titan. Rüstung, Zielwurf, Vorhut, Halte auf den Zielen. Ja, so, interessant. Ich hab halt hier... Interessant, okay. Zeitanomalie. So, jetzt kommen die halt runter. Das ist nicht gut. Die buffen sich. Ist auch nicht gut. Der bufft sich. Ja, das ist mir egal. Oh, jetzt kommen die... Jetzt sind wir zwar zu dritt, aber... Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Wir kriegen trotzdem ordentlich auf die... Auf die Fresse. Ich muss mich sehr weit zurückziehen sogar. So, Karten ziehen. Verfluch, zerstöre. Leider keine Heilung dabei.
Ein erschöpfter Held kommt, bekommt in dieser Phase eine zusätzliche Runde. Es ist sogar... Und heilen! Warte mal, was ist das? Moment. Halt. Ah, Mist. Was ist das für ein Zeichen? Ich kann es nicht erkennen. 46 reicht nicht ganz. Würde ich sagen. Hast du keine extra Splitter? Nee. Ach komm, was ist denn das? Wie viel Anlag kann man denn haben? Neuer Wurf heißt nicht gleiches Mal. Das ist so scheiße. Am wenigsten wurde sie geheilt. Das ist schon mal wichtig. Ich muss mich jetzt hier sammeln. So. Karten ziehen. Ohne Karten kann ich hier nichts machen. Die Gegner werden kommen. Warum auch immer der immer näher kommt, ist mir ein Rätsel, aber so soll es leicht sein. So. Magier. Und Shooter. Die haben immer noch einen extra Weg vor sich. Die Regeneration wirkt immer noch auf ihr. Was war denn jetzt? Ach, das weiß ich nicht. Vorhut. Halten auf den Zielen. Ich verziehe mich hier in die Ecke, würde ich sagen. Hier schön in die Ecke, da können wir dahinter uns verstecken. Dann sollte sie zuerst laufen. Gut. Ich brauche nämlich immer noch Karten. Ich werde mich in der Ecke verteidigen oder versuchen, mich zu verteidigen. So, du kannst hierhin. Und sie kann hierhin. Und Karten ziehen. Pestas Regeneration wäre jetzt auch nicht schlecht. Okay, den halt dann. Wartet. Was war das Ziel? Besiegt Argon war das Ziel, oder? War nicht das Ziel Argon besiegen und nicht alle besiegen? Bedingung. Besiege Argon. Siegesbedingung. Ich muss nur ihn besiegen. Ich muss die anderen gar nicht besiegen. Na gut, jetzt steht allerdings der recht... Ah, die stehen recht praktisch da. Jetzt könnte ich die angreifen. Sogar recht gut angreifen. Na gut, dann... Machen wir das doch mal. Ziele werfen eins ab. Das will ich sogar gar nicht. Ich will lieber... Damage. Ist mir recht, wenn ich hier zwei erwischen kann. So, okay. Und dann er mit Halte. Oder, wie heißt das? Vorhut? Nee, doch, Vorhut. Das erwischt beide, oder? Ja. Konter ist irrelevant. Den kann ich neu halten auf den Zielen. Okay. Na, die sind dadurch aber nicht weg. Halten auf den Zielen. Konter ist irrelevant. Der ist schwach. So, jetzt sie halt. Riskanter Schlag, Blitzangriff. Blitzangriff, okay. Naja. Splitterwürfel auf den Leuten. Naja. Extraktion. Bestätigen. Und eine Karte ziehen. Gut. Ich hätte vielleicht nochmal nachwürfeln sollen, wegen noch mehr Karten ziehen. Schattenverschmelzung. Ah. Aktiviert verhüllen. Oh ja, noch mehr Extraktion. Das ist gut. So kann ich vielleicht Argon jetzt im nächsten Zug dann richtig alle machen.
Der andere steht ja jetzt gehalten und der hat eine blöde Position zum Angreifen. Ich brauche Karten. Ich brauche einen Blitzangriff, genau. Mindestens, um Argon zu vernichten. Argon müsste jetzt hoffentlich in meine Nähe kommen. Wenn er in meine Reichweite kommt, dann wird er angegriffen. So sieht's aus. Der heilt den jetzt erstmal. Regeneration. Oh, das ist nicht gut. Argon ist da. Der hat anscheinend sehr viel Verteidigung. Und Crowd Control, so in der Art. Bin immer gespannt, was der Robo noch kann. Jetzt versuchen wir halt All-In Argon vernichten. Das ist unser Ziel. Macht des Titans. So, aber als erstes glaube ich, ist... Halt, was kannst du? Brenne. Ah, Brenne ist gut. Brenne ist sehr gut. Ja, das tut sehr weh. Okay. Ja, das ist doch schön. Den kann ich neu würfeln und sonst nichts. Na gut, dann zwei extra Damage. Das ist doch super. Dann ist der eine Wächter nämlich weg. Argon, du Ratte, du hast uns dauernd verfolgt. Jetzt wird es ein Ende geben. Ende im Gelände hier. Wir sind am Drücken. So, mach das Titan. Legen wir los. Draufhauen. Shit. Rüstung durchbauen. Ach so. Na, probieren wir es einfach mal. Keine Sterne. Hä? Das ist ja gar nichts. Gar kein Schaden und so. Na gut, dann lass mal die rerollen. Ein bisschen mehr. Aje. Hatte eigentlich mehr Hoffnung. Argon, hör auf, Argon. Das tut weh. So, dann musst du halt richten. Hier ist eine schlechte Position für dich. Eine Aktion, die im verhüllten Modus passiert. So, erstmal den Blitzangriff. Ziehe Lebenswille aus dem Deck. Das passiert im verhüllt und Rüstung durchbohren wäre hier. Moment. Oh ja, das ist es. Das ist das, was ich brauche. Rüstung durchbohren. Das passt. Läuft. Yes. Schön. Und Level up. Nice. Warte nur. Euer Hauptmann ist gestorben. Verschwindet von hier. Oh, unmöglich. Ich kann nicht gegen ein Kind verlieren. Oh, du wirst darüber hinwegkommen. Immerhin bist du doch. Du noch am Leben. Bryce, Xero oder wie auch immer dein Name ist, kommt mit. Zurück zu den Tunneln. Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht mehr erwünscht. Oh, hat sie ihn nochmal geboxt. Aber er lebt noch. Das, ob das nicht ein Fehler ist? Wir werden es sehen. Du bist also ein Golem? Ich bin eine Kinderwächtereinheit, Fräulein Nami. Meine Hauptaufgabe ist es, Kinder zu beschützen. Du bist also ein mechanisches Kindermädchen. Nein, danke. Ich brauche niemanden, der mich beschützt. Okay, du bist also kein Golem, aber es gab andere von deiner Sorte, die in den Zoria-Kriegen gekämpft haben. Mechanische Männer. Nicht ganz, aber ja, es gab andere. Wir haben den Meistern gedient, bis es keine Meister mehr gab. Durch den Krieg wurde der Großteil von Lumos zerstört. Diejenigen von uns, die überlebten, hatten keine Aufgabe mehr. Wir haben uns selbst abgeschaltet. Warte, wie lange warst du abgeschaltet? 673 Jahre. Ich wollte produktiv bleiben, Fräulein Nami, aber die Depression, die Ungerechtigkeit, die Einsamkeit, es wurde mir zu viel. Miep. Miep. Was? Das ist doch Blödsinn. Maschinen sind keine Menschen. Sie haben keine Emotionen. Das ist ein Puppentheater für dumme Kinder. Du bist nichts weiter als ein weiteres Relikt. Das reicht, Bryce. Er hat uns aus der Patsche geholfen. Schon vergessen? Können wir einfach nett sein, bis wir ihn den Schattenkult überlassen? Es spielt keine Rolle, was du über mich denkst, Fräulein Bryce. Meine Hauptaufgabe ist es, weiterhin euch zu beschützen, solange ich kann. Gut, denn ich glaube, ich höre Stimmen aus den Tunneln vor uns. Sag uns noch einmal dein Schutzprotokoll.
Akt Nummer 3, das Zodiac-Relikt. Die Stufen der Bonuskarten haben sich, sind gestiegen oder sind, was? Das habe ich nicht gelesen, verflucht. warte nur. Was zum Teufel? Ziehe jeden Blitzangriff aus dem Deck. Okay, das ist geil. Also Blitzangriff muss voll drin sein. Scheiße. Warte nur. Naja, wobei, dann sind nicht zu viele Blitzangriffe super. Na gut, so. Ah, das ist geil. Das ist richtig geil. So, und Bryce, was du? Ausbruch. Ziele werfen ab. Ja doch, das kennen wir doch schon. Ja, ja, das hatten wir schon. Ich habe dafür Zerstörer raus. Wobei Zerstörer jetzt in dem Fall wieder gut war. Aber egal, man kann immer was daraus machen. So, okay. Würfel. Die Würfel haben sich wahrscheinlich verändert. Aber wir kriegen jetzt in Zukunft... Xero ist ein neuer. Wir kriegen in Zukunft wahrscheinlich neue Würfel und sowas. Stufen höher. Ja, sehr nice, sehr nice. Gut, freut mich. Und dann kann man raus was machen. Ein elitischer Mützelwetter. Egal, egal. Oh, da geht's weiter. Naja. Momente der Ruhe. Dann reden wir doch mal ein bisschen. Herr Xero, ich will nicht unhöflich sein, aber wie alt bist du eigentlich? Das ist eine schwierige Frage, Fräulein Nami. Ich erinnere mich nur an Bruchstücke anderer Zeiten. Heitere, fröhliche Tage und lange Phasen der Dunkelheit. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der es mehr Licht auf dieser Welt gab. Das Apex-Zeitalter? Das sagt mir nichts, Fräulein Nami, aber es muss lange her sein. Ich war für viele Kinder verantwortlich, so viel Lachen. Ich glaube, ich habe sie im Stich gelassen. Was bist du überhaupt? Ich bin Kinderwächter Einheit 01001. Ja, Zahlen und Buchstaben und Geschwätz. Verstehst du nicht? Was bist du? Du bist kein Mensch, du bist nicht mal echt, nur ein Haufen Metall und Zeugs. Wieso kannst du sprechen? Wieso siehst du aus, als wärst du lebendig? Ich bin lebendig, ich bin ein Zodiac-Maschine mit Gefühlen und Einfühlungsvermögen. Was? Ich verstehe nicht mal, was dieser dämliche Blechhaufen sagt. Ja, auch immer. Wenn es uns reich macht, habe ich nichts dagegen, wenn er mitkommt. Meine Präsenz scheint für manche Menschen unangenehm zu sein. Dieser Effekt war nicht vorhergesehen. Meine Bauerei sollte Vertrauen erwecken. Du stammst aus einem anderen Zeit, Xero. Die Leute sind laufende und sprechende Statuen nicht mehr gewöhnt. Haben sie uns deshalb angegriffen, weil ich ihnen Angst eingejagt habe? Nee, sie haben uns angegriffen, weil sie Idioten sind. Ich bin froh, dass du da warst, um uns zu helfen. Natürlich, Fräulein Nami, dafür wurde ich erschaffen. Ah, cool, einen Roboterwächter. Ah, Pest hat uns verlassen und wir haben dafür einen Roboterwächter. Ah, das ist doch eine Option. Was wir noch nicht angeschaut haben, seine Attacken, was er so drauf hat. Xero, Vorhut. Macht er Titan, Zeitanomalie? Okay, das kennen wir. Meditative Subruine. Ziehe Zeitanomalie aus dem Deck. Aktiviert Wächter. Wenn Xero in Wächtermodus erhält er einen Bonus von 10 auf seine Verteidigung. Der Wächtermodus löst die Wenn-Wächter-Effekte seiner Karten aus. Ach so, das ist eine Wächterfähigkeit. Xero kann immer nur einen Modus aktiv haben. Sie macht es überladen. Okay, wenn er überladen, hat er mehr Damage. Wenn er Wächter ist, hat er mehr Verteidigung. Und das da macht es Titan, ist eine Damage, eine Überladenfähigkeit. Und das ist Vorhut, ist eine Wächterfähigkeit. Ja, das sieht interessant aus. Ich habe noch keine alternativen Karten. Weil dann würde ich das ein bisschen ausdünnen. So viel brauche ich davon auch wieder nicht. Oder mich vielleicht bloß auf einen spezialisieren. Das kann ja auch sein. Ich brauche nicht einen Wächter und einen Angreifer. Das wird zu gefährlich, dann das Richtige zu ziehen immer. Naja, gut. Schön. Das ist doch mal ein Plot-Twist. Wir haben einen neuen Charakter. Den muss ich natürlich auch wieder im Scharmützeln testen. Mal sehen, ob er mehr taugt als Pester. Wobei Pester mit seinen Fernkampfangriffen eigentlich schon ziemlich gut war als Support, weil man von hinten halt vieles erreichen konnte. Er muss hingegen überall hinlaufen.
Das macht die Sache vielleicht etwas schwieriger. Muss ich aber selbst herausfinden. Wir werden uns beim nächsten Mal in Mission Nummer 11 dann wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.